Ihr Lieben, von Kafka hat es geheißen, wie andere in Zeitaltern, so denke Kafka in Weltaltern. Doch inzwischen hat der Prager Konkurrenz bekommen. Heute wird an allen Ecken und Enden mit prahlerischem Aplomb der Anbruch eines komplett neuen Äons verkündet, das Anthropozän. Der Begriff hat die Runde gemacht und zeugt wahrlich nicht von kleinmütiger Bescheidenheit. Nein, diese Wortwahl spricht im Gegenteil sogar entschieden für ein großmächtiges Selbstbewusstsein des Menschenwesens, wenn nicht für dessen sträflichen Hochmut. Doch so viel nur vorab und als Auftakt. Ich meinerseits werde mich im Vergleich zu solcher sehr weit ausgreifenden erdgeschichtlichen Klassifikation mit einem deutlich bescheideneren Anspruch begnügen. Meine These lautet, die Moderne geht zu Ende. Zwar nicht Knall auf Fall, was so und so nicht die Art und Weise ist, in der sich Zeitalter zu verabschieden pflegen, wohl aber peu à peu, man darf sagen, unauffällig, unmerklich, jedenfalls von vielen unbemerkt. Zumal von jenen unerkannt und unbegriffen, die einstweilen noch an der Moderne partizipieren. Und wie? Nun, indem sie von ihr profitieren. Zu Deutsch, solange man gute Fänge macht und Aussicht hat auf reiche Beute. Kein Wunder, wenn es den erfolgreich Eingepassten vorkommt, als sei alles, was der Fall ist, gewissermaßen selbstverständlich. Und die Dinge, wie sie einmal liegen, seien so auch ganz in Ordnung. Kein Wunder auch, wenn dieselben meinen, alles andere, zumal was gründlich, also wirklich anders wäre, sei doch überhaupt nicht vorstellbar. Sei bloße Phantasmagorie, die Spinnerei von Leuten, die eben nicht zum Zuge kamen. Und darum bleibe diesen traurigen Gestalten nichts übrig, als von einer anderen Welt zu träumen. Wer hingegen in den eingetakteten Verhältnissen nach oben kam und durch sie etwas wurde, was ihm ein grundgesichertes und komfortables Leben eintrug, versteht in aller Regel diese Leute gar nicht, die ewig Unzufriedenen, wie er sie nennt, Versager allesamt. Die haben es nicht gerafft, die haben es nicht raus, sich der vorhandenen Verhältnisse, wie sie sind, zum eigenen Vorteil zu bedienen. Die gehen leer aus, ja, so what, so ist es eben, der eine schafft es, der andere nicht. Das mag so sein. Die so Verspotteten sind vielleicht tatsächlich Träumer. Doch auf der anderen Seite gilt, und das wiegt schwerer, diese Tüchtigen, die sich selber Realisten nennen, die Systemgewinner und Typen on the top, sind blind. Die bemerken nichts vom schleichenden Prozess, der untergründig längst im Gange ist, die Fundamente untergräbt und so dem Denken und dem Leben im Stile der Moderne die Grundlagen entzieht. In Wahrheit nämlich findet schon seit langem ein Austausch leitender Paradigmen statt, ein Paradigmenwechsel, wie das vornehm heißt. Und das bedeutet, die alles tragenden Säulen, auf denen das Zeitalter der Moderne ruhte, ich werde sie gleich nennen, knicken ein und sacken weg, während neue, gänzlich andere, sich als tragende Elemente eines anderen Zeitalters bilden. Um diesen Prozess, der sich vor uns allen abspielt, allerdings in einem Zwielicht, an das sich unsere Augen erst noch zu gewöhnen haben, um diesen Prozess von geschichtlicher Dimension soll es im Folgenden gehen. Übrigens, als Zusatz in Klammern, wenn ein Zeitalter seinem Ende zuneigt und sich zum Sterben bereitet, während ein anderes heraufzieht, begreifen das die Teilnehmer dieses Spektakels so gut wie nie. Wer hätte denn den Untergang Roms tatsächlich als solchen erlebt oder wer unter den damals Hochherrschaftlichen des Ancien Regime hat begriffen, dass seine Zeit, die Zeit der Aristokratie, dabei war, unaufhaltsam abzulaufen. Und damit zurück
Ein Prozess solchen Kalibers ist mein Thema. Stichwortartig als Titel ausformuliert, das Zeitalter der Revisionen bricht an, der Blick für Alternativen tut sich auf. Ein solches Programm erfordert, dass ich zuerst einmal Punkt für Punkt einige ehemalige, nun allerdings verblassende Grundbefindlichkeiten der Moderne nenne. Das will ich tun, auswahlweise, selbstverständlich, und zwar zunächst in Gestalt einer ersten These. Die lautet, mit der guten alten Linken ist es aus. Jedenfalls scheint sie irgendwie versandet und versickert und jetzt ist Ebbe. Man hört nichts mehr von ihr, man sieht nichts mehr von ihr. Man fragt sich mittlerweile, gibt es sie denn überhaupt noch? Um jedoch rasch das schlimmste Missverständnis auszuräumen, das sich einstellen könnte, das interessiert hier nicht als politisches Problem und als parteipolitisches schon gar nicht. Was ich meine, ist ein Stimmungs- und Identitätsdilemma. Was ist damit gemeint? Nun, Linker war man nicht, wie man Mitglied einer Partei ist oder als Stimmbürger sein Kreuzchen auf dem Wahlzettel hinterlässt, sondern links sein hieß wissen, wo man hingehört. Das Bewusstsein, links zu sein, war Zugehörigkeitswissen und damit übrigens Heimatersatz. Denn eine Heimat haben heißt wissen, wo man hingehört, vor allem, wo man dazugehört. Der Linken anzugehören, das bedeutete, im Geschichtsauftrag zu stehen. Mit anderen Worten, man hatte Sinnvolles und Notwendiges zu tun. Die Sinnfrage war gelöst. Und das ist keine Kleinigkeit. Ergo, man hatte eine Orientierung im buchstäblichen Sinne. Man wusste oder glaubte jedenfalls zu wissen, wo es lang geht, nämlich dorthin, wo die Geschichte selber hin will. Mit dem kräftigen Bild des Philosophen Ernst Bloch, die Geschichte ging schwanger mit einer verheißungsvollen Zukunft und wir waren beauftragt, sie auszutragen. Das war linke Mäeutik. Und was da heraus wollte, wollte nicht einfach bloß zur Welt oder überhaupt ans Licht, sondern es sollte aufgehen als lange versprochene, aber ebenso lange ausstehende Morgenröte. Und rot musste, nein, würde sie sein. Die prächtige Hoffnungslosung Ernst Blochs hieß darum auch, noch ist nicht aller Abende Morgen. Ja, so war das. Und inzwischen werden wir sagen, es war einmal. Denn von Morgenröte keine Spur, ganz im Gegenteil. Die Stimmung ist entschieden, abendlich, wenn nicht schlimmer, grau. Die Empfindung herrscht, es werde nicht recht hell. Eher schon dämmert's hinüber ins Dunkel. Und manchen macht die Ahnung bange, es werde voll ins Finster. Ihr merkt hoffentlich, hier geht es nicht um Parteipolitik. Parteipolitik langweilt mich. Sondern ich habe etwas anderes im Auge. Die Linke war so etwas wie eine zweite weltanschauliche Heimat, eine im Großen und Ganzen gemeinsame Gesinnung, ein von allen, die dazugehörten, irgendwie geteiltes, solidarisierendes Verstehen und ein Einverständnis bis hin zu einer fast schon wunderlichen Einigkeit in den Fragen des Geschmacks. Denken wir an die 68er, als die Vorhuterbewegung, die Platten, die sie spielten, der Parker, den sie trugen, der vertagte Haarschnitt, an dem die Bürger sie erkannten, alles Gesten der Verschwisterung und der Gemeinsamkeit eines innersten Empfindens, gewissermaßen die Umma derer, die der richtigen Gesinnung waren. Vor allem aber wusste man und war sich darin einig, gegen wen es in den Kampf zu ziehen gilt, gegen die herrschenden Verhältnisse, gegen das Establishment, kurz antibürgerlich, antikapitalistisch, gegen es geschlossen, Arm in Arm verbrüdert, gegen das System. Und natürlich als Linker war man gegen rechts, was so ziemlich auch das Einzige und Letzte ist,
was der ausgedünnten Nachhut der Bewegung blieb. Davon aber einmal abgesehen, ist von der einstigen Selbstherrlichkeit, ja Selbstgerechtigkeit nicht mehr viel geblieben. Statt im Angriff steht man mit dem Rücken an der Wand. Ein einziges Beispiel, an einem übrigens eher beiläufigen Thema demonstriert, mag das illustrieren, zur Einstimmung gewissermaßen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtete Jörg Altweg im Jahre 1977, bitte beachten, 1977 sei in Le Monde ein Aufruf erschienen, ich zitiere jetzt wörtlich weiter, in dem die Aufhebung des französischen Verbots der Pädophilie gefordert wurde. Anlass war ein Prozess wegen Unzucht mit 12-Jährigen, unterzeichnet hatten den Text Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland de Barthes, Gilles Deleuze, auch Jacques Derrida, François Dolto, Louis Althusser, André Glücksmann, Philippe Solaire, Pascal Brückner und Catherine Millet. Die spätere Minister Bernard Kouchner, für die Organisation Ärzte ohne Grenzen tätig, und Jack Lang, die emblematische Figur der linken Kulturpolitik, zählten gleichfalls zu den Unterzeichnern. Übrigens, aus deutscher Perspektive lässt sich generalisiert sagen, das war der französische Flügel der intellektuellen Sorkamp-Kultur. Nochmal weiter aus dem Artikel. Formuliert hatte den Aufruf in Le Monde der Schriftsteller Gabriel Masneff, der in seinen Tagebüchern detailliert seine sexuellen Beziehungen mit Kindern beiderlei Geschlechts beschrieben hatte. Dennoch, mehrfach war der eloquente Monsieur in Bernard Pivots legendärer Schriftsteller-Talkshow zu Gast. Zitat Ende. Als damals dagegen eine Schriftstellerin protestierte, die damit kundgab, sie sei mit den offenbar für progressiv fortschrittlich gehaltene sexuellen Praktiken als Neffs nicht recht einverstanden, wurde sie, wie der FAZ, prompt vom Pariser Literaturbetrieb exkommuniziert. Am heftigsten griff sie damals eine engagierte Schriftstellerkollegin an, die ihr Literaturfeindlichkeit vorwarf und sie verdächtigte, den Schriftsteller Masneff vernichten zu wollen. So war das damals. Wir aber würdigen diesen Vorgang nur angemessen, wenn wir nicht bloß auf den uns heute so peinlich berührenden Fall von Pädophilie schauen, sondern sehen, der Linken galt seinerzeit die Ächtung der Pädophilie als repressives Verbot und Tabu von einem sexualfeindlich autoritären Bürgertum verhängt, um die Freiheitsrechte der intellektuellen Avantgarde unter Kontrolle zu halten. Die Devise der Emanzipatoren hieß entsprechend: weg mit den Tabus, mit allen Tabus, der Schlachtruf tönte Liberté. Und heute? Heute engagiert sich die moralisch tonangebende Elite, indem sie sukzessive die Tabubezirke um das so empfindliche wie schutzbedürftige Gut der Sexualität nach und nach dicht macht. Mit dem Resultat, dass die Aufsicht über unsere Geschlechtsgesinnung inzwischen jene der gestrengen Viktorianer in den Schatten stellt. Doch nach diesem Intermezzo zurück in den unterbrochenen und im Grunde sehr viel ernsteren Gedankengang. Er gilt der These, was sich als Auslauf der linken Bewegung darstellen mag, sei in Wirklichkeit und Wahrheit das Ende der Moderne überhaupt. Das aber werden wir sehen, sobald wir verstehen, inwiefern die Schlüsselbegriffe der Linken keine anderen waren als die Schlüsselbegriffe der Moderne insgesamt, was wiederum belegen wird, die alte Linke war im Grunde das letzte Aufbäumen, gewissermaßen die Agonie
der untergehenden Moderne, wie eine sterbende Sonne sich noch einmal aufbläht, ehe sie zu einem unscheinbaren roten Zwerg zusammenschrumpft und schließlich in der Dunkelheit verschwindet, hat die Moderne in und mit der linken Bewegung noch einmal geistige Protuberanzen ausgeschleudert. Allerdings, und das ist tragisch und komisch zugleich, eines haben die Betreiber dieser Turbulenzen nicht verstanden, was sie bei ihrem Mentor hätten lernen können, bei Karl Marx mithin. Der Rumor, den die Einwohner des Überbaus damals ideologisch inszenierten, war der Sache nach vom selben Stoff, nach dessen Drehbuch die bürgerliche Wirtschaft funktionierte. Die Basis der Moderne, der Kapitalismus, die Wirtschaftswelt und Geldwirtschaft. Die Linke, mit einem Wort, war in Wahrheit noch einmal, vielleicht ein letztes Mal, modernitätskompatibel. Bloßer Ausdruck der Moderne. Und geht nun, wie es nicht anders sein kann, eben auch mit ihr zugrunde. Nehmen wir uns, um diesen Zusammenhang verständlich zu sehen, den ersten Schlüsselbegriff vor. Die Losung der Linken, wie der Moderne überhaupt. Und das war der Fortschritt. Man verstand sich selbst als fortschrittlich. Die dazugehörige Vokabel im Jargon der aufbegehrenden Studenten lautete bekanntlich progressiv. Kurios daran war nur das System, die herrschenden Verhältnisse, der Kapitalismus, die man vom Sockel stoßen wollte, man könnte sagen, jene Vater- und Muttergesellschaft, gegen die man revoltierte, der man aber auf den Taschen lag, war ihrerseits alles andere als traditionsgebunden oder überlieferungsverpflichtet, schon gar nicht konservativ, weder altbacken noch reaktionär. Vielmehr saßen damals schon die eigentlichen Fortschrittsmänner und Veränderer in den Vorstandsetagen der Konzerne. Das war das Elend der Linken, das sie freilich nicht begriffen. Sie verkannten die Verhältnisse, die sie lautstark kritisierten. Sie hätten sich in ihnen selbst erkennen müssen. Ihr Feind, den sie bekämpften, war in Wahrheit ihr eigenes Problem. Tatsächlich nämlich ist die bürgerliche Welt gerade nicht das am Alten klebende System. Das Gegenteil ist wahr. Sie ist die radikalisierte, angekurbelte Moderne, die mit geschichtlich beispiellos beschleunigter Dynamik alles Alte aus dem Wege räumt, um stattdessen auf die Zukunft einzuschwören, auf das, was kommt, das Absehbare, das uns unerbittlich abverlange, sich dafür bereit zu machen. Und über allem die Devise Fit for Future, ein Fall willig vorauseilenden Gehorsams. Das System selbst also hatte die Bremsen losgemacht und bewies so mit fantastischer Gewissenlosigkeit seine enorme Fortschrittlichkeit. In Huxleys unüberboten kluger Schreckensutopie, in seiner Brave New World, erklärt entsprechend seine Fortschaft Mustafa Mannesmann, Mitglied des Weltaufsichtsrates, als erhabenen und erleuchteten Ausspruch: Forts des Herrn. History is Bank. Zu Deutsch, Geschichte ist Mumpitz. Also sagen Sie, was geht uns die Vergangenheit an? Und sehen Sie, das hat die alte Linke verkannt. Ihr Gegner war kein Relikt vergangener Zeiten, das die Zukunft verschläft, sondern die entfesselte Moderne, deren Selbstidentifikation auf Dynamik schwörte und Innovation. Und das in Permanenz. Mit Karl Schmidt gesprochen, das System selbst war der Agent des dynamisierten Prozessprogress. Man hatte Karl Marx nicht richtig gelesen, nicht gründlich genug. Ich zitiere aus dem Manifest der Kommunistischen Partei. Originalton Marx, der Mann aus Trier, Augustra Treverorum, Deutschlands älteste Stadt, der richtige Boden für einen berufenen Revolutionär. Ich zitiere. Die Bourgeoisie,
kann nicht existieren, ohne sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Diese fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Zitat Ende. Und ausgerechnet diese Klasse, die Propagandisten der permanenten Revolution, hat die Linke als starr und veränderungsunwillig denunzieren wollen. Nein, da haben sie sich geirrt. Und schon 1993, in jenem Jahr mithin, als der neue, nun als rechts beargwöhnte Ton unter den ersten aus dem Mainstream ausgescherten Intellektuellen zu vernehmen war. Botho Strauß, anschwellender Boxgesang, erschien damals im Spiegel. Enzensberger Neutönerei in seinen Aussichten auf den Bürgerkrieg im Anschluss daran. Sowie kurz darauf im selben Magazin Martin Walsers nach linker Gesinnungsjustierung unzulässige deutsche Sorgen. Unzulässig, denn da schwangen doch wahrhaftig nationale Obertöne mit. Vollends ungewohnte Töne allerdings. Und so und in demselben Jahr des Umschwungs schrieb Michael Rutschki im Merkur, Zitat, der Fortschritt ist keine Leitlinie der Linken mehr. Darauf setzt doch eher die CSU. Heute links sein heißt gegen den Fortschritt und seine Zerstörungskräfte auftreten. Dann Ende. Wenn das keine Umorientierungsleistung ersten Ranges war, eine Wende, ein Schwenk um glatte 180 Grad. Nur in einem hat sich Rutschki, der so wunderlich empfindsame Beobachter, vertan. Die da ausstiegen aus der Fortschrittskarawane waren keine Linken mehr. Das waren die ersten Vertreter der konservativen Revolution, die statt dem Fortschritt weiter Dampf zu machen, ihm Klötze vorwarfen, um ihn aufzuhalten. Es war die theologisch feine Witterung des Walter Benjamin, der dies in einem grandiosen Bild antizipierte, als er schrieb, Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Das ist die erste Revision. Der Begriff leitet sich übrigens hier von lateinisch revidere zu deutsch. Wieder hinsehen oder noch einmal hinsehen. Dabei wird das zuerst ergangene Urteil überprüft, um es nach eingehendem Examen möglicherweise abzuändern, vielleicht zu korrigieren, vielleicht sogar gründlich zu verwerfen. Man könnte ebenso gut sagen, Revision, das sei ein anderes, nobles Wort für Lernen, zur Einsicht kommen, Erfahrungen machen. Erfahrungen aber belehren uns nur, sofern wir Erwartungsenttäuschungen als Lektionen auffassen. Und was wird zurzeit revidiert? Was ist der Revisionsprozess, der gegenwärtig läuft, angestrengt vom Geist einer anderen Epoche, die da heraufzudämmern sich anschickt? Revidiert wird die Hoffnung und die Zuversicht, die seit der Aufklärung schon auf den Fortschritt setzte. Das Revisionsresultat, die Nachdenklichen, die Nüchternen, die Wachen, werden fortschrittsskeptisch. Wohl bemerkt. Und dies seit etlichen Jahren schon. Ich nannte das Datum 1993, um so viel am Rand zu notieren, als Kuriosum vielleicht.
Am 14. Mai 1993 konstituierte sich in Karlsruhe die neue, nunmehr gesamtdeutsche Partei Bündnis 90 Die Grünen. Das gehört zusammen, wie eines zum anderen. Denn seither lautet die Devise nicht Fortschritt, sondern Rückbau. Statt verändern und erneuern und Überkommenes und Altes aus dem Wege räumen, bewahren. Statt Beschleunigung, Verlangsamung, Entschleunigung. Statt progressiver Naturbeherrschung, Naturschutz und Schonung. Und an die Stelle des vorantreibenden Veränderns, dies übrigens der andere Schlüsselbegriff der Moderne und der Linken zugleich, tritt das Motiv der Rettung. Es ist das uralt konservative Motiv. An die Stelle der sowohl Altlinken als auch systemkonformen, kurz an die Stelle der modernitätsgeschuldeten Fortschrittsfreudigkeit, ziehen Unheilsängste ein und eine alarmbereite Sensibilität, mit der man vorzugsweise Fortschrittsnebenfolgen registriert, seien es nun Manifeste, seien es einstweilen bloß Befürchtete. Seither werden Fortschrittsmeldungen kaum mehr als frohe Botschaften begrüßt, sondern sie verbreiten sich als Schreckensnachricht und stimulieren spontane Abwehrreflexe, ein in seiner Tiefe kaum auszulotender Sinneswandel und Stimmungsumschwung oder, um die eingeführte Vokabel einmal ausnahmsweise nicht zu scheuen, eine mentale Klimaveränderung, von der die Meteorologen uns freilich nichts zu melden haben. Diesen Klimawandel aber haben nicht wir gemacht. Der ist über uns gekommen, wie der Geist über die Menschen kommt und sie mitnimmt zu neuen, noch ungewohnten, unbekannten Denkungsarten und Einsichtsgewinnen, damit sie ihre Urteile neu justieren, ihre Erwartungen anders adressieren und ihre Haltungen renovieren. Währenddessen hielt eine neue Leitvokabel Einzug, ein seinerzeit noch unverbrauchter Titel der Respektbekundung, der Begriff des Alternativen. Um den Gedanken wiederum zunächst als These vorauszuschicken, mit der Konjunktur dieses Begriffs Alternativ wird tatsächlich kaum mehr missverständlich das Ende der Moderne eingeleitet. Und wenn in diesem Zusammenhang der Klang von Glocken nicht recht passen mag. Wohl aber ist wahr, wo immer Alternativen ins Gespräch geraten, ist es mit der Herrschaft des einstmals quasi sakrosankten Fortschritts aus. Da hat er seine Immunität, seine Unerreichbarkeit für Kritik nachhaltig eingebüßt, denn er ist nun selbst entzaubert, so wie er vordem die Welt entzauberte, womit er sie dem Fortschritt ausgeliefert hat. Nur die entzauberte Natur war nämlich fortschrittsfähig. Der Wald, einst heiliger Hain, wurde unter der Ägide des Fortschritts zur wissenschaftlich unterwiesenen Plantagenwirtschaft, ohne Geheimnis und ohne Eigenrechte. Was unter dem Bilanzstrich zählte, wurde beziffert in Festmeter Holz. So die Landwirtschaft, die nunmehr, sofern sie wissenschaftlich fortschrittlich, das heißt modern betrieben wird, mit nachsichtigem Titel konventionell genannt wird. Aber hieß es nicht, es gebe kein Zurück? Oh doch, wir wissen es inzwischen, wir haben verstanden, es gibt sehr wohl die Rückbesinnung auf einen Landbau, der anderes als Raubbau wäre. Und auch hier bereiteten Alternative die Wege aus der Fortschrittsfalle und befreiten sich so aus den Modernitätsverordnungen. Sind weitere Beispiele fällig? Hier ein weiteres Pass pro Toto. Was ist mit dem Städtebau, der seinerzeit schamlos modernisierte, die autogerechte Stadt projektierte und allen historischen Krempel beiseite räumte, so gut und reibungslos es sich machen ließ? Und jetzt? Inzwischen ahnen wir,
Keine noch so fortschrittliche Städteplanung schafft das Ambiente und jene menschenfreundliche, uns zugewandte Atmosphäre, wie sie uns im historischen Stadtkern empfängt. Erst kürzlich hat Frankfurt dies mit der Rekonstruktion der alten Mitte zwischen Dom und Römer vorgeführt. Sehr überzeugend, wie ich meine. Hier ist Revision im Gange. Die Einsicht dämmert, das moderne Urteil über die Geschichte und das geschichtlich Überlieferte war Vermessenheit. Mittlerweile lernen wir, die vor uns waren, waren nicht nur auch nicht dumm, nein, sie verstanden etwas, was uns verloren ging und wir jedenfalls nicht besser können. Oder erinnern wir uns noch, wie in den 50ern bis in die frühen 60er Jahre hinein die Nachkriegsaufbaugeneration haltlos stolz war auf ihre Modernität. Das war die schicke Zeit der Tütenlampen und zierlichen Nierentische, dazu der schlanken Cocktailsessel. Dann aber, und zwar just in jenem Sommer, da in Berlin der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde, Startschuss der studentischen Kulturrevolution, im Sommer 1967 eröffnete in Hannover der erste Trödelmarkt, auf dem sich jetzt alles wiederfand, was die modernitätsbeflissenen Eltern als altes Gerümpel von anno dazumal weggeworfen hatten. Oder der fortschrittliche Ausbau der Wasserwege hatte endlich die Flüsse begradigt und schiffbar gemacht. Jetzt hatte man Wasserläufe, die schnurstracks geradeaus verliefen im solide vorherberechneten Bett, eingefasst vom solide betonierten Ufer beiderseits. Ein Triumph der Wasserbaukunst. Und jetzt wird renaturiert. Und von der Isar kann in einem Sonntagsartikel berichtet werden, ich zitiere, der alte Strom darf auf einem langen Abschnitt wieder sein, was er eigentlich ist, ein wilder Fluss. Die Isar formt ihr eigenes Bett, schüttet Kiesbänke auf, verlegt Seitenarme. Ihre Ufer fallen dadurch nicht mehr steil ab, sondern bilden Flachwasserzonen, kleine Inseln und flache Ufer mit Böschungen, an denen sich Tiere und Pflanzen wieder wohlfühlen und am Ende auch die Menschen. Und am Ende auch die Menschen. Welch schöner Nachsatz. Oder wie steht es mit der alternativen Medizin? Heilmittel nach ältesten Rezepturen werden ausgelobt und angeboten und als verheiße dies ihre verlässliche Wirkung hinzugesetzt. Schon die Pharaonen des alten Ägyptens, respektive die Babylonier, die Hethiter, ersatzweise die alten Mayas oder die Ureinwohner im tibetanischen Hochland, hätten bereits die Heilkraft dieses nun wieder entdeckten Krautes gekannt und genutzt. Der Absatz solcher Latwerke darf für gesichert gelten. Es wäre ein Thema für sich, einmal über die Moden nachzudenken, die man seit geraumer Zeit unter dem Label Retro annonciert. Oder über den geschäftlichen Erfolg, den das alternative Warenhaus Manufaktum mit seinem Slogan einfährt, es gäbe sie noch, die guten Dinge. Oder über die Wiederkehr der Vinylschallplatte, von der gesagt wird, sie habe sich einen Kultstatus erworben. Man möchte meinen, das alte Volkssprüchlein bekomme recht, Totgesagte leben länger. Ist das alles nun aufzufassen wie ein Ruf, der Altes zurückhaben möchte? Will da wer den alten Kaiser Wilhelm wieder haben? Nein, das wohl nicht. Obwohl das womöglich strikteste Diktum der Moderne, jenes eiserne Gesetz, das die Moderne rechtfertigte und lange Zeit vor Kritik bewahrte, das Diktum, es gebe kein Zurück, dieses Dogma steht nicht mehr auf festen Füßen oder besser, es stand schon immer recht schief da und war im Grunde unglaubwürdig. Die Verfechter der Modernitätsdiktate haben nämlich etwas übersehen. Man hat vergessen,
alle großen Brüche, die den Geschichtslauf erschütterten und Hergebrachtes vom Kopf auf neue Füße stellten, trugen schon in ihrem Titel das Re für zurück. So die Reformation, die Renaissance, die Revolution. Allesamt Bewegungen, die an Vergessenes, so die Reformation ans Urchristentum, an Verleumdetes, so die Renaissance an den antiken Mythos und ein kirchenunabhängiges Humanum oder Verratenes erinnerten, um es erneut zum Leben zu erwecken, so die Revolution in Frankreich, den Geist der Römischen Republik und deren Rechtsverständnis. Und dann die Romantik, die nun vor allem diese erste gründliche Reaktion auf die Kälte einer verstandeseinseitigen Aufklärerei. Jene Romantik, die bezeichnenderweise in England ihren Anfang nahm, in jenem Land also, das unzweifelhaft die Spitze des Fortschritts bildete und insofern auch bereits Erfahrungen machte mit früher Industrialisierung und ihren flächendeckenden Verwüstungen vom menschlichen Elend moderner Arbeitssklaverei noch abgesehen. Ausgerechnet in England, jenem Land, wo der naturwissenschaftliche Traum und damit der Traum von der wissenschaftlichen Naturbeherrschung zuerst Fuß gefasst hatte, eben dort formierte sich zugleich mit dem englischen Garten der erste Protest gegen eine vergewaltigte, gemaßregelte Natur. Symbolisch wurden der Wiese, dem Strauch und Baum zurückerstattet, was menschlicher Beherrschungswahn ihnen verweigert hatte, zu sein, wie sie sind, zu wachsen, wie es ihre Art ist. Die Gartenbau, ideologische Alternative zur zugeschnittenen Pracht barocker Gartenanlagen. Vor allem aber sollten wir nicht vergessen, dass das berühmteste Wort des womöglich revolutionärsten aller neuzeitlichen Philosophen, jene gegenmoderne Losung schlechthin, das Zurück wie ein Emblem im Wortlaut trägt. Zurück zur Natur. Entsprechend steht Rousseaus Standbild dann auch in Deutschlands berühmtester englischer Gartenlandschaft im Wörlitzer Park und dort in dessen geometrischer Mitte, wo er hingehört. Und Rousseaus Nachfahrin und Erbin, nicht weniger entschlossen und entzweit mit der etablierten Society, die junge Greta, Trägerin des alternativen Nobelpreises 2019, vertritt auf den einfachsten Nenner gebracht die strikteste Abkehr von einem jeglichen systemkompatiblen Weiter-so. Kurz, die Anzeichen häufen sich und eines kommt zum anderen. Zwar leben wir noch nicht in einer alternativen Epoche, doch immerhin in einer Epoche der Alternativen, um so ein bisschen Kant anzuspielen. Und das ist die Epoche der Revisionen. Was aber heißt das? Ich will die Frage zu beantworten suchen. Also, zum Schluss ein notwendig kurzer Versuch zur Beantwortung der Frage, was ist alternativ? Und inwiefern kündigt die Konjunktur der Alternativen die Epoche der Revisionen an? Dass in den letzten Jahren in allen möglichen Nischen und Winkeln der Gesellschaft Menschen und Gruppen aufgetaucht sind, die sich unbestimmt genug Alternative nennen, das werde ich niemanden umständlich illustrieren müssen. Das haben wir alle vor Augen. Spannend aber wird dieses Phänomen, wenn wir es als Symptom verstehen. Doch die Frage ist, als Symptom wofür? Antwort: als Symptom einer anbrechenden Nachmoderne, die den Prozess, den diese Moderne allem überlieferten, altehrwürdigen und heiligen, nicht zuletzt dem göttlichen, gemacht hat, in Revision schickt. Vor Gericht jedoch erscheint als die eigentliche Angeklagte, als Repräsentantin der Moderne, die, wenngleich inkognito, alles bestimmte und entschied, die Macht über allen Mächten, die im Namen der Moderne alles aus dem Wege räumte und erledigte, was sich ihr nicht beugen wollte. Und das war und ist bisweilen noch
die Zeit. Das ist die These und die muss ich erläutern. Vormodern war die alles unterscheidende Unterscheidung, die zwischen wahr und falsch oder schön und hässlich, gut und böse beziehungsweise gut und schlecht unterschied. Alle diese fundamentalen Unterscheidungen aber sind unter den Fahnen der Moderne aufgelöst und ersetzt worden durch die eine moderne Differenz heute und früher oder aktuell und veraltet schärfer durch die unterscheidende Wahrnehmung, was gegenwärtig und was vergangen ist. In der Wissenschaft. An die Stelle der wahren Erkenntnis tritt der gegenwärtige Stand der Forschung. In der Kunst, an die Stelle der schönen Kunst tritt die aktuelle Kunst. Was das Verhalten betrifft, genügt es, an eine Plakatserie der Frauenzeitschrift Freundin zu erinnern. Die klebten eine Zeit lang höchst dogmatische Thesen, etwa der Art, die Frau von heute macht dies nicht mehr, duldet jenes nicht, will jedes und alles sowas. Man fragt sich, wie war das möglich? Das ging durch als eine Form moderner Dogmen unter einer Bedingung. Man hatte ihnen das Verfallsdatum aufgedruckt. Es hieß ja von heute. Das ausschlaggebende Großdogma hinter allem, jetzt noch einmal, hieß, was vorbei ist, ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Das war und ist das Eherne, das letzte Gebot, ohne das die Moderne nicht leben konnte und nicht überleben wird. Das heißt zugleich, wer dieses Gebot angreift, wer dieses Tabu zu Fall bringt, der versetzt der Moderne den Todesstoß und sie ist geliefert. Das aber ist im Gange. Was jetzt? Die Moderne war auf alles gefasst, auf alles eingestellt, solange es als das Neue auftrat. Jeder Unsinn war zugelassen, sofern, wie es heißt, die Zukunft mit sich bringt. Aber warum war das so? Weil die Moderne, der Schauseite nach liberal, pluralistisch offen, in Wahrheit die Allesfresserin ist. Was auftaucht, wird aufgenommen, integriert, assimiliert und verdaut. Und so macht die Moderne aus allem, was sie verschlingt, am Ende Scheiße. Und so war die Moderne in erster Linie groß darin, alles hinter sich zu bringen. Alles wurde einzig unter der Bedingung zugelassen, dass es zwar auftritt, seinen kurzen Auftritt erhält, dann aber wieder verschwindet. Das heißt, das Medium der Moderne ist die Zeit. Sie widerlegt nicht. Sie erledigt durch Historisierung. Sie trägt keine Bedenken vor. Sie lässt veralten. Und dann ist es erledigt. Sie erklärt nicht für falsch, sie erklärt für überholt. Was vormodern das Unwahre war, das ist der Moderne das Tote, das Vergangene, das Abservierte, Zurückgelassene, Überwundene, mit einem Wort Müll. Dies Schicksal, das sie bereitete, ereilt sie nun selbst, wie es höherer Gerechtigkeit entspricht. Doch jetzt zur anderen Seite, zu dem, was nachrückt und nach zu seiner Stimme findet, die Alternativen. Wollen die zurück? Trifft sie das, wird auch längst stumpf gewordene Schwert der Modernen, das verdickt, es gebe kein Zurück? Nein, keineswegs, nicht einmal das. Sie haben anderes im Sinn. Sie steigen aus. Jetzt sehen wir die Differenz. Die alte Linke hatte noch überbieten und überholen wollen, hatte geglaubt, die Geschichte beschleunigen zu müssen. Die Bewegungsmetapher der Alternativen hingegen ist der Ausstieg. Und das heißt die Missachtung der Modernitätsdiktate. Entscheidend bei alledem, jetzt wird nicht mehr simpel wie unter der Fahne der Moderne gehabt, dem Früheren vom Heute der Prozess gemacht, sondern jetzt wird gefragt, was angemessen ist. Im Beispiel, die Frage ist nicht mehr modern, konventionell, wie man heute Eier produziert, sondern ungeschichtlich gedacht, was die Sache des eierlegenden Huhnes ist. Und so in allem.
In diesem zweiten Prozess der Revision führt nicht mehr die Zeit das große Wort. Sie war bisher die Klägerin und Richterin in einem, sondern jetzt steht zur Debatte, wie sie im Namen der Moderne die Prozesse führte. Das heißt Revision. Die Richterin höchstselbst steht vor Gericht. Und alles, was bisher als überholt, erledigt, als vergangen und veraltet abgeurteilt wurde, kommt jetzt noch einmal ausdrücklich zur Sprache, erhält das Recht zu sprechen. So bekommt das Abgetane und für tot Erklärte im Revisionsprozess noch einmal eine Chance, sich zu Wort zu melden, auf das ihm spät, hoffentlich nicht zu spät, Gerechtigkeit geschehe. Das ist die Signatur des Zeitalters der Revisionen. Revidiert wird der Prozess, den im Namen der Geschichte und des Fortschritts, das heißt eigentlich der Zeit, bis dato die Moderne führte. Jetzt aber steht sie selber vor den Schranken, vorgeladen von Vertretern einer anderen Epoche und einer neuen Welt, die nun die alte Welt in sich bewahren möchte. Noch kann zwar von einer gänzlich alternativen Epoche nicht wirklich die Rede sein. Die konventionell Modernen sitzen noch überall und leidlich sicher obendrein im Sattel oder mit angemessenerem Bild an den Hebeln. Doch währenddessen ist der Revisionsprozess im Gange. Was in diesem jetzt anhängigen Prozess zur Überprüfung ansteht, ist der fatale Glaube, das Neue, gerade das Neueste, tauge als Wahrheitssubstitut. Dieser Glaube verliert seine Anhängerschaft. Und allmählich dämmert es selbst den Modernitätsaffinen. Wahr ist nicht das Angesagte, wahr ist das Angemessene. Das aber findet sich nicht selten eben dort, wo die Moderne niemals etwas fand, in der Vergangenheit. Doch die irrte sich, gründlich sogar, die Moderne, die dies so sah. Denn was war, was richtig ist, was sich bewährte, ist eben deshalb nicht vergangen, sondern es ist gegenwärtig. Und sei es unerkannt verborgen, wie der Gott, der vielen unglaubwürdig wurde. Manche meinen, er sei tot. Doch wer weiß, womöglich hat er uns für eine Weile nur verlassen. Dann zeigte sich, auch das Vergangene, das vermeintlich Abgeschriebene, war nicht wirklich tot. Es hatte nur in seiner Abgeschiedenheit Ruhe vor der Gegenwart. So hat es sich bewahrt. Und vielleicht gilt auch in diesem Fall, dem, der anklopft, tut es sich auf. Vielen Dank.